Hey Freunde, willkommen zurück zu Diablo 3. Heute mal am Montag, weil ich es einfach nicht früher geschafft habe, das Video zu schneiden. Aber egal, freut euch auf ein Video mit Isa und Ali. Viel Spaß. Geil, ich nehme an. Magdalena. Magda. Was los, Digga? Was los, Digga, Magda? Magda. Portet sich zwischen euch weg und dann müssen wir Ads töten. Ach. Ja. Voll die böse Frau. Ja, die ist voll heiß. Was? Lea hat Macht? Ja. Ja, das ist voll die Kraftvolle. Hey Freunde, ich bin's, der Typ, der das Video schneidet. Und ich muss mit Bedauern feststellen, dass man Ali zwischendurch doppelt hört. Ja. Ich kann da jetzt leider nichts mehr gegen machen. Ist halt so. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. In Zukunft wird das auf jeden Fall nicht mehr vorkommen. Übrigens, so sieht mein Schnittprogramm aus. Ja, voll geil. Attacke! Tod von oben! Ich hasse es, gegen das Mikro zu kommen. Sag mal, kann die sich keine eigenen Flügel leisten? Muss sie die armen Viecher da misshandeln? Die armen Viecher. Ja, ihre Flügel. Ihre Flügelviecher. Mach mal die Erzahlen jetzt, hast du gesagt. Ja, irgendwie. Kommt her, ja, zu mir, Jungs. Was? Also wir müssen jetzt die Ads verkloppen und dann. Ich bin schon wieder Level up. Ich hab sie betäubt. Bleibst du wohl hier? Magda! Eine Rune auf dem Boden, ne? Oh, was? Außer, wir werden eingebaut. Ja, ich merk's. Ja, als Nahkämpfer ist es immer schwer. Geht. Aber halt dir das Springen dafür auf, wenn du siehst, dass du jetzt schon wieder. Ja, hat fast geklappt. Oh, ich bin tot. Ja. Ist jetzt geschafft. Du kannst sie nicht freilassen, also du musst nicht wiederbeleben, ne? Ich kann mich wiederbeleben. Kannst du? Aber nur am Checkpoint. Ja. Nee, mach das nicht. Probier sie mal da wegzulocken, dass ich sie gleich wiederbeleben kann. Oder Isa. Hm? Ja, mach mal. Mach mal, das wäre voll nett. Kann ich auch Leute wiederbeleben? Ja, ja. Einfach auf sein komisches Ding klicken. Tötet sie doch einfach. Es fehlt ja nicht mehr viel. Aber wir müssen noch die Ärzte töten, ne? Wiederbelebung Hilfe. Annehmen. Ah, sauber. Hilfe! Ja, bitte. Junge. Jetzt soll ich auch mal ein bisschen mein Leben im Auge behalten. Ja. Die scheiß Ads. Meine Kraft verlässt mich. Ich muss noch ein wenig länger warten. Los, mag der stirb. Sie ist tot. Achtung, da kommt Explosion. Oh, ich hab's gemerkt. Ah, wieder eine Legi-Waffe? Nee. Aber ich hab Schild gekriegt. Das ist gelb. Es ist gelb und heißt der markante Damm. Yeah, du ziehst das sofort an, den markanten Damm. Du weißt, was der Damm ist? Hast du Isa gefragt? Nein, das war nicht. Du kennst das ja aus der Serie. Der Damm? Was? Arschloch und Brack. Ach so, das ist. Ach so. Weißt schon, der Damm, das ist der Ort zwischen Arschloch und Sack. Wo war das nochmal? Hier, Dingens, Schaf. Wie heißt es denn nochmal? Wie heißt es denn nochmal? Kacke, wie heißt das? Mit Jay und Hamilton. Jay und Hamilton, warte mal. Ja. Ach! Ich weiß, was du meinst. Scheiße, wie heißt das jetzt nochmal? Ihr könnt in die Stadt zurückkommen. Achso, geht das? Ja, können wir teleporten. Ach ja, mit T. Oh, wie hieß das noch? Ich weiß es nicht. Fuck, Mann. Oh, ich bin drin. Bist du jetzt drauf gekommen, wie das heißt? Nein. Irgendwas? Weil ich noch was zeigen, was ich noch als Transmog habe. Okay. Kannst du mir das geben? Nee, glaube ich nicht.
Sagt dir das was? Der Arschspringer, ja, ja. Wieso kann ich das nicht aufsammeln? Weil ich das in einem Spiel gefunden habe, wo du nicht dabei warst und deswegen geht das nicht. Ah, das ist gemein. Ich will das aber haben. Wann hast du ihn gefunden? Das, seitdem das Spiel raus ist, das sind jetzt die ganzen Legendaries, die ich davon noch habe. So. Ach so. Also die ich nicht weggemacht habe. Ach so. Ja gut. Kann man machen. Darf ich mit ihm quatschen? Oh, Thürer ja. Magda ist tot. Sie behauptete, dass die kaiserliche ja, okay. Müssen sie den Kaiser ja, 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 ja. War schon verwirrt. Willst du das jetzt weiterhören? Ich weiß es nicht. Rate mal, wer versehentlich aufs Portal geklickt hat. Wo müssen wir eigentlich hin? Da lang? Hier lang, ja. So. Oh, wir sind in der Stadt. Der Bazar. Die Lady macht nur Sachen kaputt. Ach so. Hoch. Nein, nein, hoch. Da lang. Wo bist du? Die unterhalten sich gerade. Oh, hat ihre Handtasche aufgeräumt. Hä? Ja, ich musste kurz mein Inventar. Ach, ihre Handtasche. Ich dachte gerade, hä, wie? Was ist denn jetzt mit der Handtasche? Oh, ich hab einen Checkpoint. Du willst da auch eine, gibst du. Hä, was? Ich will auch eine Handtasche? Mhm. Ja. Aus feinstem Schweinsleder. Oder so, ich quatsch an. Ach so. Ein ja. Quatsch. Der Kaiser und meine Freundin. Ach. Ja, ich hab den Text weggeklippt, deswegen lassen sie uns jetzt durch. Hallo? Ich führe euch zum Palast. Leute, das ist total verwirrend, wenn ihr nicht redet. Ah, ja, was? Wie heißt Trauben? Ja, ich merk das schon. Ihr dürft ruhig schmatzen. Das ist der Kaiser? Ja, das ist der Kaiser. Der ist 10! Nein, nein, der ist 12. Oh. Der ist 12! Wir haben mit 12 ist man halt genug, um Königreich zu regieren. Warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Ist das Tyrael? Nein. Tyrael ist unser Freund. Ach. Guck, da ist Lea. Was macht die in der Kanalisation? Ich dachte, die ist gefangen genommen worden. Ist sie doch. Wenn du ganz genau guckst, hat sie die Arme hinterm Rücken. Ach so, von denen gefangen genommen. Ach so, ich dachte ja. Von irgendwelchen Bösen. Ach, wer hätte es gedacht? Hast du schon erwähnt, warum es hier Nagas gibt? Hey, Ali? 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 Ja. Ali? Ali? Spielst du WoW Classic? Irgendwann wird dann schon werden. Das wird dann schon werden. Müssen wir jetzt wieder raus hier? Ich gebe euch Rückendeckung. Okay. Danke. Jetzt müssen wir in die Kanalisation gelangen. Ali? Ja. Oh Junge, ich hab fast gekotzt. Machst du was? Quatsch. Aber nur fast. Wenn man es nicht verträgt, sollte man es lassen. Was? Nahrung zu sich nehmen? Ja. Essen ist nicht gut für dich. Nein, nein. Da wirst du nur fett von. Meine Nora voll blutig aus. War das eine Blutnova? Nein. Oh, schade. Es ist quasi eine Blutnova, weil es ist immer noch meine Todesnova. Ah. Achso, da sind noch welche. Einer. Einer. Der eine. Weil keiner. Das Spiel ist ab 12? Das hier? Ja. Ist es? Ja, keine Ahnung, glaub schon. Bei so viel Blut? 45. Hey, ich bin 39. Ja, ich will ein kleines Stück Zeug wegen Items. Ja, ja. Du hast heimlich weitergespielt, um uns ein Level voraus zu sein. Ja. Oh. Einfach weil du es kannst. Was sind das für Dinger? Hilfe, ich halte nichts aus. Was für Dinger? Diese ekligen. Ach, das ist die Blutnova. Ich dachte gerade, irgendwelche ekligen Tentakeln. Wo sind Tentakel? Ich sehe keine.
Ja, diese roten Streifen, die Adern. Das da. Ach so. Ja. Oder was soll das darstellen? Echt mal. Hm. Adern sind. Der Boden lebt. Oh. Zack. Oh, Ali, erzähl mal was. Was Schönes. Oh, war eine scheiß Woche für mich. Ja? Ja, aber ich dachte auch natürlich. Ich durfte Architektur lernen. Oh, das klingt doch geil. Ich muss wissen, als Bauingenieur sind erstmal Architekten der Feind. Also genauso wie für Arbeiter. Hä, wieso sind Architekten der Feind? Architekten immer nur auf gut aussehen gehen. Und nie auf praktisch. Ganz extrem ist es auch nicht, aber es ist halt generell so, dass, sag jetzt mal, die Denkensweisen sich etwas unterscheiden. Aber das ist gar nicht so das Problem gewesen, es war einfach, sag mal, sehr viel in sehr kurzer Zeit, was wir uns da angeguckt haben. Achso, also ziemlich viel Input. Ja, oh, und dann kommt halt auch wirklich morgens früh raus, dann irgendwie in fremden Städten rumgeistern und Sachen angucken, immer schwierig mit den Parkplätzen und allem, und dann schlechte Organisation und keine Ahnung, sei denn mal zum Beispiel, da waren wir, mussten wir pflichtmäßig zum Abendessen dahin. Ja. Boah, ich würde auch gerne mal pflichtmäßig Abendessen. Ja, das Problem ist, bezahlen musste man selber und sie hatten dann für etwa 15 Leute 5-mal Pasta und einmal Lasagne und alle anderen mussten Sandwich nehmen, weil sie nichts mehr da hatten. Oh, Frechheit. Kanalisation. Hm. Analisation. Oh, da muss ich rein. Isa, hier ist noch. Ah, perfekt. Oh Mann, jetzt ist mein Donnerzorn weg. War halt alles so. Ja, das kann ich verstehen, wenn man da nicht so gesprächig ist. Aber jetzt habt ihr ja Wochenende, oder? Ja. Ja, zum Glück. Weißt du was? Ich darf morgen früh arbeiten. Aha. Jetzt geht's mir besser. Ich darf bis Ende des Jahres jedes Wochenende arbeiten. Das wird ein ganz schöner Stress, weil viel zu tun ist. Ja, ja, weil vor Weihnachten ist halt immer krass. So, Freunde, denkt daran, bald ist Weihnachten, das Fest der Liebe und der Einsamkeit. Nein, nur wenn du alleine bist. Bist du alleine, ist scheiße. Der Sinnlichkeit, Besinnlichkeit. Sinnlichkeit ist was anderes. Hat das eigentlich was miteinander zu tun? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.